Bis herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Punktspiel. Fünfter Spieltag in der Regionalliga Nordost zwischen dem BFV 08, unseren Gästen und ersten FC Lokomotive Leipzig. Endstand in der Partie vor 720 Zuschauern aus unserer Sicht 0-2. Ein Glückwunsch an unsere Gäste. Damit möchte ich auch den Trainer herzlich begrüßen, Herrn Almedin Chiba und unseren Trainer durch Erik Schmidt. Aus Schieberger Sicht ein sehr bewegtes Spiel, aufopferungsvoller Kampf unserer Männer, leider mit einem unglücklichen Ende, wie schon in den letzten beiden Partien. Aber das Wort sollen zunächst die beiden Trainer haben. Zunächst unser Gästetrainer. Bitte schön. Ja, hallo. Erstmal schönen guten Tag an alle und danke, die hier waren, zugucken. Wir sind hierher gekommen und wussten, dass der Gegner einen guten Start gehabt hat und hier zwei Spiele hintereinander gewonnen hat und wussten, dass wir, wenn wir Ruhe bewahren und spielerisch, dass wir was drauf haben, mit Wind in den Rücken, mit unserem Kombinationsspiel, Umkehrspiel, dass wir die schlagen können. Und so haben wir auch angefangen, das Spiel kontrolliert. Was wir aufpassen mussten, ist immer wieder, wo die sehr, sehr gefährlich sind, eben diese diagonale und lange Bälle beim Ballverlust. Und das haben wir eigentlich gut gelöst, auch bis zur gelb-roten Karte. Danach machen wir das 1-0 und machen das eigentlich bis zur 65. Minute sehr, sehr gut. Und nach der 65. Minute, wo der Gegner da sehr viel gewechselt hat, wo wir ja auch gedacht haben, wahrscheinlich jetzt 3-0 oder 4-0 ist egal, jetzt Anschlusstreffer, da ist das Einzige, wo ich mit der Mannschaft so 10 bis 15 Minuten, wo wir zu viel wollten. Das heißt, wir haben oft einen Schlagabtausch mit denen gemacht, wo wir hätten auf den Ball treten können. Nochmal querspielen, dann erst die den Weg nach vorne suchen können. Aber das ist ein Prozess, wo wir dahin wollen mit der Mannschaft, dass wir diese Situation auch ein bisschen souveräner lösen. Aber ja, das sind die 10 bis 15 Minuten, was mir jetzt nicht gefallen. Aber ansonsten, ich denke, dass es ein hochverdienter Sieg von uns ist. Und ich bin auch bis auf die 15 Minuten sehr zufrieden. Danke. Vielen Dank. Erik, du hast das Wort. Ja, es war völlig richtig, wir sind am Anfang nicht so gut reingekommen. Lok hat das Spiel gemacht, das haben wir auch gemerkt, dass wir versuchen wollten, da irgendwie noch was umzustellen. Dann sehen wir die, aber es sind nicht so viele Chancen rausgekommen, muss man fairerweise sagen. Und dann wollten wir eigentlich umstellen, Dino, wie auch Rudi, die schon ganz vorbelastet waren. Und dann gibt es schon die gelb-rote Karte in dem Moment. Und dann wird es natürlich schwer gegen eine gut spielende Lokmannschaft, keine Frage, die das gut gemacht hat, dass 1-0 Führung geht. Pause haben wir in der Kabine gesessen, was wir jetzt tun hier. Wir haben schon gemerkt, wir kommen in die Zweikämpfe. Ich fand, wir haben in der zweiten Halbzeit mit den 10 Leuten alles, was nur geht, so versucht. Hatten auch noch ein paar Möglichkeiten, kriegen natürlich das 2-0 zu schnell, finde ich. Aus dem eigenen Fehler haben wir fast selber vorgelegt. Wenn es ein bisschen länger aus meiner Sicht noch 1-0 steht, vielleicht können wir da noch irgendwo was machen. Und im Endeffekt eben dann, wo wir noch ein paar Möglichkeiten hatten, sogar 2-1, dann halt auch verloren. 2-0, was bitter ist für uns, weil wir drei Spiele hatten jetzt, fand ich, die gar nicht so schlecht waren. Gerade Mittwoch haben wir gut gespielt, aber eben alles verloren. Englische Wochen liegen uns nicht so. Was man natürlich sagen muss, das bin ich auch ehrlich, wir haben letzten Mittwoch einen Elfmeter gegen uns bekommen, der außerhalb war, laut den Bildern. Wir haben letzte Woche 6 Ecken in Folge gehabt, wo 2 davon keine Ecken waren, laut Bildern. Und ich will gar nicht Schiedsrichterleistungen jetzt hier in den Mittelpunkt schieben, aber auch das Auftreten einzelner Schiedsrichter, auch wenn wir da ruhig bleiben müssen, ärgert mich maßlos, weil es einfach überheblich ist. Und diese Überheblichkeit, die gefällt uns aktuell nicht. Und deshalb bin ich heute mit den Schiedsrichterleistungen allgemein, muss ich auch sagen, das haben wir das Spiel nicht verloren, aber irgendwas läuft hier falsch in der Ausbildung, weil ich habe das Gefühl, dass welche, die mit 11 Jahren oder 10 Jahren aufgehört haben, Fußball zu spielen, Schiedsrichter werden. Und es wäre vielleicht schön, wenn wir dann vielleicht irgendwas in der Ausbildung ändern können. Die Diskussion muss ich anregen, weil wir jetzt 3 Spiele hatten. Und ich finde heute zwar keine gerade Fehlentscheidung im Tor geführt, aber letztendlich gesehen, die letzten 3 Spiele hätten auch anders ausgehen können mit einer gewissen Geschichte. Ohne jetzt immer Respekt und Schiedsrichter. Im Endeffekt muss ich ja fairerweise sagen, muss auch Respekt zurückkommen. Und das respektvolle Umgang habe ich heute meiner Meinung nach nicht mehr erlebt, auch wenn natürlich alles jetzt auch nicht als wiederkehrender Pranger stellen muss. Ja. Ist ärgerlich, verloren haben wir es mal, weil auch die beste Mannschaft war. Glückwunsch dahin und alles Gute weiter. Erik, danke für diese Worte. Gibt es Fragen aus den Reihen der Presse und Gäste? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns für die Anwesenheit, wünschen unseren Gästen auch weiterhin alles Gute und ich schließe wie immer auf langjähriges Wiedersehen in der Regionalliga Nordost. Gute Antwort.